Hey, ho ihr Lieben, servus und grüßt euch, meine Webcam laggt und wir spielen gegen die Mumie. Master Mummy. Frisches Wasser. Viel trinken ist wichtig bei so einem ultra heißen Wetter. Die Mumie ist extrem langsam, wir sind fucking schnell, weswegen wir hier etwas schnellere Waffen nehmen. Die schlägt natürlich viel härter zu, als wir es jemals könnten. Und wir können sie rumschmeißen. Oh yeah. Aber jetzt müssen wir ausweichen, weil er seine Spezialattacke frei hat. Oh, er schmeißt uns rum. Verdammt. Seine Spezialattacke frei hat. Er hat sie natürlich aufgeladen, nicht frei. Wie gesagt, bitte verzeiht meine wirren Reden heute. Ich bin etwas durch den Wind. Ich weiß nicht wieso. Fuck, und er besiegt mich auch noch. Bäm. Aber jetzt hat er keine Chance. Jetzt hat er keine Chance. Aber ich habe keine Chance. Verdammt. Oh, scheiße. Come on. Das war so unfair. Ich, auf der einen Seite will ich das Spiel, aber auf der anderen Seite regt es mich tierisch auf. Ich bin auch in der Zwickmühle. Ich werde es mir vielleicht holen. Komm, wir nehmen mal wieder einen anderen Kämpfer. Wir nehmen den hier. Ach nö, jetzt nehme ich den hier und kämpfe gegen den Boss. Toll, haben wir gut gemacht. Dann nehmen wir das hier einfach. Nein, das hier so. Ich glaube, das ist ganz gut. Also jetzt habe ich gerade echt Scheiße. Jetzt habe ich Scheiße erwischt. Ah, verdammt, da waren zwei Bomben unterwegs. Was ist hier passiert? Was passiert hier gerade? Ich blick's gerade nicht. Aber das war gut. Das war gut. Ich habe ihm ziemlich viel abgezogen. Manchmal habe ich das Gefühl, ich kann den rechten Arm mit dem rechten Stick lenken. Und manchmal habe ich das Gefühl, das klappt eben nicht. Der soll da raus, der soll da raus. Nein, nicht auf mich. Warum ich? Wieso ich? Aber wir haben den Boss besiegt. Danke, ihr lieben Leute. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Das war sehr schön. GG. Ich mag den Blobber nicht. Ich mag irgendwie keinen der Kämpfer so wirklich, außer Ninjara, weil der ist schnell. Hüsa! Okay, wir kämpfen gegen GG Tattoo und der hat den Helix. Okay, pass auf, das ist eine gute Idee, das ist eine gute Idee. Das ist eine gute Idee, so hier, so mache ich die ganze Zeit weiter. Scheiße. Okay, mache ich doch nicht. Aber ich schiebe ihn jetzt mal ein bisschen von mir weg, weil er hat seine Special geladen. Was machen die? Und er geht K.O. Oh yeah. Das ist aber ein zu einfacher Kampf. Ich glaube, man kann doch mal mit dem rechten Stick lenken. Das hat jetzt gerade gar nicht funktioniert. Also irgendwie ist es mit dem Armlenken, mit dem Pro-Controller seltsam. Aber ich bin so faul, jetzt die Bewegungssteuerung hier mir anzulegen und anzuglipsen. Ich glaube, ich lasse das. Komm, wir kämpfen mal mit Ribbon Girl. Daddy! Hat die Daddy gesagt? Daddy? Och nö, Basketball. Egal. Egal. Nun brauchen wir ganz schnelle Arme brauchen wir. Ganz, ganz schnelle Arme. Drei-Punkt-Schlag. Oder Zwei-Punkt-Schlag. Oh yeah. Scheiße, was soll das? Nein! Oh mein Gott! Drei-Punkt-Schlag für den Gegner. Und nochmal zwei Punkte. Jetzt ist schon wieder Gleichstand. Oh nee! Das ging daneben. Sehr gut. Oleg. Scheiße, nein! Aber ich habe noch zwei Punkte vorne. Ich bin noch zwei Punkte vorne. Oh, Baby. Das war ein guter Kampf.
so macht das Spiel Spaß. Manchmal fühlt es sich unfair an und manchmal macht es tierisch Laune. Love you guys! Blöde Bitch. Blöde Bitch. Alles klar, ganz kurze, knackige Folge. Ich habe jetzt gerade keine Lust mehr. Und vor allem muss ich noch Zeug packen. Wir gehen nämlich diese Woche nach Wien. Och, scheiße, ein Viererkampf. Okay, einen Kampf noch. Einen Kampf noch und dann geht's los. Ich muss Zeug packen. Es geht nach Wien eine Woche, oder drei, vier Tage. Fast eine Woche. Bisschen Urlaub machen. Ein bisschen entspannen. Bisschen Wien anschauen. Kann man mal machen. Kann man mal machen. Kann man mal machen. Kann man mal machen. Ja, mit dem rechten Stick lässt sich nichts steuern. Aua. Aua. Schlägt man eigentlich auch seinen Mitstreiter weg? Ah, shit. Nein. Slam Dunk. Verflixte Spritzkacke. Och, come on. Lass das doch! Auf die Nocturnen! Nein! KO! Scheiße! Dieses Spiel, das ist so unstrukturiert und irgendwie fliegen die Arme nicht so, wie ich sie haben möchte und ach, keine Ahnung. Ich bin hin und her gerissen von dem Spiel. Ich glaube nicht, nein, meine Freundin schafft es nicht mehr. Aber wir haben gut gekämpft. Natürlich ist das nicht meine echte Freundin. Es war nur jetzt hier eine Videospielbekanntschaft. Zufällig getroffen. Okay, cool. Cool. Wir hauen aus dieser Lobby ab. Und ich verabschiede mich von dem Arms Global Test Punch. Wow. Ja. Enough said. Haut's rein, könnt's raushauen. Bis zum nächsten Mal.